Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Pokémon Karmesin. Es ist schon ein bisschen länger her. Ich wünsche euch erstmal ein frohes Neues. Wir haben uns dieses Jahr noch nicht gehört. Man hört es vielleicht noch ein bisschen an der Stimme. Ich war sehr stark erkältet, beziehungsweise ich und Caro auch. Und deswegen konnten wir auch keinen Mario Kart mehr aufnehmen. Jetzt bin ich aber erstmal zurück alleine mit Pokémon Karmesin, mit dem Let's Play. Unser Team sehen wir links. Mit Mopex, Lokroko, Voltrill, Hefel, Olini und Sweeps. Vorerst das Team. Wir haben im letzten Part den zweiten Ort gemacht, Entschuldigung, und zwar hier Moldrit. Hier ist die Psycho-Arena-Leiterin. Ich denke mal, die wird noch ein bisschen zu stark sein. Und ich gucke gerade, was liegt hier noch so auf dem Weg. Hier waren wir schon überall. Hier unten ist scheinbar noch ein Sumpf und Pokémon Center. Ich denke, wir werden heute mal in den Sumpf gehen. Und dann im nächsten Part... Moment, kamen wir da nicht weiter? Hier waren wir doch schon bei dem Wasser. Hier waren noch überall so Steine. Da kamen wir nicht hoch. Okay, der Sumpf fällt erstmal noch aus. Wir können hier rüber fliegen und können hier dann den Pfad der Legenden anfangen. Ja, Team Star haben wir ja schon mal mit angelegt. Das können wir vielleicht danach noch machen. Jetzt sind wir ein bisschen stärker. Also, da schaue ich dann mal, wie unsere Levelkurve ist. Aber es ist scheinbar doch nicht. Das finde ich ein bisschen schade. Es gibt nicht dieses, wie heißt das, dynamisches Leveln. Weil die Level schon mehr oder weniger feststehen. Ja, den einen oder anderen Trainer haben wir hier schon besiegt. Ich muss mal eben auf der Karte markieren. Wo müssen wir hin? Wir müssen hier hin. Nicht Infos als Zielort festlegen, bitte. Okay, genau in die andere Richtung. Gut, dass ich das gemacht habe, weil dann kommt man wenigstens in die richtige Richtung. Unser Koraidon kriegt später auch noch Fähigkeiten. Ja, den haben wir auch schon besiegt. Da sind wir schon mal hochgelaufen. Jetzt ist die Frage, gehen wir erstmal geradeaus weiter. Oh, da ist auch ein Klippe. Den haben wir ja auch schon. Und da ist ein Trainer. Oh, eine Minze haben wir gekriegt. Jetzt regnet es natürlich, ist nicht so optimal mit... Ich packe mal Mopex nach vorne, weil Feuerattacken werden durch das Regenwetter ja geschwächt. Wäre suboptimal. Aber das mit dem automatischen Heilen, das ist ein cooles Future. Ich werde auch, wenn ich das ganze Spiel, die ganze Story durch habe, nochmal ein Gesamtresümee ziehen. Gehen wir auf Breitseite. Sonnenkern Level 12. Okay, das wirkt jetzt ziemlich schwach. Das ist dieses, was ich meine. Die Level sind nicht dynamisch angepasst. Man hätte auch hier lang gehen können, aber Team Star war da auch zu stark. Olini versucht rechte Hand zu erlernen. Das brauchst du nicht. Man kann auch später wieder in die Attacken zurückerinnern. Wobei haben wir eine Kampfattacke. Nö, wir könnten auch mit Olini, mit Rasierblatt angreifen. Ja, Olini ist noch ein bisschen unter dem Level. Das haben wir jetzt, ist Moldrit oder neben Moldrit in den Olivenfeldern gefangen. Ist neues Pokémon und das habe ich seit den Trailern eigentlich schon gemocht. Ich kann mir vorstellen, dass es zwei, oder so langsam weiß ich schon, es hat zwei Weiterentwicklungen. Ich weiß noch nicht, wie die aussehen, aber ich bin sehr gespannt drauf. Ich weiß noch nicht, ob die letzte mit Blattstein ist oder ob man die ganz normal erhält. Aber das Ganze werden wir herausfinden. Okay, lade ich mal so ein bisschen auf. Okay, ab sowas wesentlich stärker. Wahrscheinlich wegen der Verteidigungswerten von Mobile. Die sind wesentlich stärker als die Spezialverteidigungswerte. Deswegen so ein krasser Unterschied. Beim Damage. So, Mobile ist Geschichte. Der Knirps ist auch erledigt. Ich glaube, die Terra-Kristalle ist mir mal aufgefallen. Die Farbe, die leuchten, ist auch immer der Typ ungefähr. Wenn das blau leuchtet, wird es wahrscheinlich den Wasser-Terra-Typ haben. Okay, was mich nervt, dass ich immer wieder von Koraidon quasi runtergeworfen werde, wenn ich kämpfe. So, ich so ein Item, Superheiler. Ja, Wasser-Typ und das wäre Micro. Ja, 500 LP gekriegt. Wir werden das Ganze
Also den Terra-Kristall jetzt nicht auslösen, da ist noch einer. Werde ich vielleicht zwischendurch einen Parts mal machen, aber hier jetzt nicht. Also Sprungkraft lässt zu wünschen übrig. Ich habe auch schon eine starke Vermutung, da ich ja weiß, dass Corridor noch Fähigkeiten dazu gewinnt. Ich denke mal, das Fliegen, Surfen, Klettern, ja, das werden wir wahrscheinlich, oh, hier kann man campen, Picknick machen. Wollen wir jetzt aber nicht. Und die wird man wahrscheinlich bekommen, wenn man Team Star besiegt oder wenn man halt die Herrscher-Pokémon besiegt, eins von beiden. Durch Arenen oder so eine Höhle. Durch Arenen bekommen wir halt die Levelkurve hoch, dann gehorchen uns quasi die Pokémon, hier ist ein Trainer. Und den kleinen Hügel wollte ich noch mitnehmen, dann wollte ich gleich mal in die Höhle gehen. Vielleicht ja schon cooles Drachen-Pokémon zu finden. Oh, das finde ich übrigens cool. So eine Sprayerin, die Farbklecks und so am Dingens hat. Beim weißen Vivillon, okay, wir haben letztes Mal so ein grün-pinkes gesehen. Finde ich cool, dass sie auch zeigen, dass diese variieren können. Früher gab es immer für Europa oder für Deutschland gab es immer den gelben. Fand ich nicht schlecht, aber der war auch ein bisschen langweilig. Ich fand immer den weiß, blau, roten, den fand ich immer ganz cool. Okay, hier ist ein Turm. Da gehen wir jetzt gleich hoch. Hier wollte ich mich noch eben nochmal umsehen auf dieser kleinen Plattform hier. Da ist noch ein Item. Manchmal sind auch so kleine glänzende Punkte, die aufleuchten. Das sind dann quasi versteckte Items, Bären, wie auch immer. Okay, da geht es ganz schön nach runter. Oh, Entscheidungsrein gelaufen. Ja, die Pokémon sind auch sehr klein. Muss man an der Stelle sagen. Ja, ich hoffe nicht, dass Statik jetzt wirkt, das wäre ärgerlich. Aber ich eh schon, bevor ich jetzt flüchte, besiege ich es jetzt eben. Nimm mir ein bisschen EP mit. Okay, das war wirklich nicht viel. Ja, wir gehen hier mal hoch. Mal schauen, was hier oben so auf dem Aussichtsturm gibt. Wahrscheinlich eine schöne Aussicht. Das anzunehmen. Also hier auf dieser noch nichts, dann gehen wir nochmal eine höher. One, two, three. One, two, three. Boah, wir müssen ein ganzes Stück auf hier runterklettern. Oh, eine TM. Metronom. Und hier scheint ein Gierspenst in der Truhenform zu sein. Oh, das können wir sogar fangen. Okay, er hätte mir mal für die Coins geben können. Ich glaube, wir müssen sie fangen, wir müssen es nur besiegen. Um die Münze zu kriegen. Mir reicht eins. Notfalls, wenn ich das spielen will, kann ich es mit der Münze den Typen immer noch ändern. Oh, 60 Münzen, okay. Das hat sich gelohnt. Wow. Ja, so kommen wir natürlich schneller runter. Ja, auf jeden Fall machen wir das so. Wir haben ja so ein Rettungshandy. Ja, dann gehen wir mal hier in die Höhle rein. Ach, das ist keine Höhle, das ist nur so eine Unterführung. Okay. Hier geht's runter. Wollen wir da runter? Schaffen wir den Sprung? Natürlich nicht. Okay, nehmen wir uns hier das Item mit. Okay, zarte Minze. Hat sich gelohnt, dass wir runtergefallen sind. Aber noch tiefer wollte ich jetzt nicht gehen. Weil wir müssen ja auf die Klippe da hoch. Ich sehe es schon auf dem Radar. Wir müssen gleich irgendwie westlich uns halten. Wenn ich jetzt so rüberschwenke mit dem Dingens, dann müsste es genau hier links von uns sein. Und wir wissen ja, dass der Herrscher der Steine oder der Klippe ist Klippe. Herrscher der Steinklippe, das war ja schon im Trailer schon mal zu sehen. Was ist da? Hm? Das ist in der Wand verschwunden. Da war doch ein Gierspenst oder so. Ja, das ist weg. Aber ist es doch vom Typ Geist, dann wäre es ja gar nicht mal so unlogisch. Und da ist es doch, oder nicht? Hallo? Ja, scheinbar müssen wir hochgehen. Weiß ich auch nicht. Aber ich habe es schon gesehen. Ja.
Gut, war doch nicht so schwierig den Weg. Oh, guck mal, da oben ist auch noch was. Ja gut, werden wir es angehen. Wir wollen ja weiterkommen in der Story. Jeden Part passiert jetzt was. Sehr schön. Hi, Digga. Clip, clip, clip. Klippe, Herrscher der Steinklippe. Ja, wir greifen jetzt erstmal mit Drachen an. Mit Wasser oder Pflanze wäre natürlich jetzt sinnvoller. Aber ich habe jetzt die Reihenfolge nicht geändert. Vergesse ich sehr oft. Aber Mopex gefällt mir echt gut. Das ist ja auch irgendwie ins... Also ich glaube, das ist die Vorentwicklung von Koraidon und von Miraidon. Und Miraidon ist, glaube ich, die Zukunftsentwicklung und Koraidon war... ist so eine Vergangenheitsform oder so eine Vergangenheitsweiterentwicklung. Ich denke, dass man da ein spezielles Item für braucht, das man den entwickeln kann. Oder beziehungsweise Mopex kann man ja so fangen. Ich denke, das ist vielleicht auch nur davon abgekupfert, dass Mopex vielleicht auch gar keine offizielle Weiterentwicklung hat. Volltreffer und so wenig gezogen? Okay, er haut ab. Na gut, dann verfolgen wir es nochmal. Wo sind wir jetzt runtergesprungen? Hier runter? Ja. Auf ihn! Und jetzt? Achso, Cutscene. Nein, es buddelt auf uns. Jetzt sind wir begraben. Ich sehe uns gar nicht mehr. Ach, jetzt stehen wir auf einmal daneben. Ich bin doch gerade auf ihn draufgesprungen mit Koraidon. Oh, Klippe frisst etwas. Ah, hi Pepper. Chris, du hast das Herrscher-Pokémon also gefunden. Das ist also Herrscher der Steinklippe. Der ist ja gigantisch. Ob das Gewürz ihn stärker gemacht hat? Chris, pass auf. Na gut, kämpfen wir nochmal gegen ihn. Wenn er stärker ist. Oder hat er jetzt eine Terra-Kristallisierung? Ne, er leuchtet nur. Okay, er hat wahrscheinlich jetzt irgendeinen Boost bekommen. Ne, Attacken-Info. Kann ich auch Pokémon-Info kriegen? Ne, kriege ich nicht. Achso, wir kämpfen jetzt sogar zusammen. Mushas! Wir servieren ja eine Portion Ohrfeigen. Ja dann. Aber ich merke schon, auch mit dem Mopex werde ich diesen Kampf wohl regeln können. Jetzt auch noch Mushas an der Seite, da kann ja gar nichts mehr schief gehen. Der streckt seine Zunge raus und macht einen Silberblick. Ich hätte einen Schlecker sehen wollen. Mensch! Oh, schon im gelben Bereich. Nice one. Ich glaube, ich fühle mich jetzt auch so langsam bereit für Team Star. Ein bisschen höher sind wir doch schon gekommen. Und ich will unbedingt in den Sumpf rein. Ich habe Bock auf den Sumpf. Aber ich habe schon gelesen von den alten Pokémon, die so verfügbar sind. In dem Sumpf werden wir kein passendes Pokémon wie Branavas oder so finden. Das ist leider im Spiel nicht drin. Das hätte so gut reingepasst, die Kaulquappe. Naja. Vielleicht ja im DLC. Man weiß ja nicht. Der wird kommen. Hundertprozentig, Leute. Oh, ist es süß. Keiner ist Level abgegangen? Okay. Easy. Sehr gut, Chris. Tolle Arbeit. Diese Herrscher-Pokémon können einem ganz schön Angst machen, wenn sie wütend werden. Da drin gibt es bestimmt noch mehr von den Geheimgewürzen, das es eben gefressen hat. Los, lass uns nachschauen, bevor es zurückkommt. Ich habe vor dem Ding keine Angst, dann besiege ich es halt nochmal. Kein Ding vom King. Es ist ziemlich dunkel hier. Also pass auf, wo du hintrittst. Das ist ein Superball. Da kommt jetzt ein Ho-Oh raus. Ah! Hebt da erstmal den Ball auf. Oh, es leuchtet schön. Ein Geheimgewürz. Da ist es! Ich brauche es! Ihr findet ein Stängel süßes Geheimgewürz. Wow, Wahnsinn! Das habe ich nur dir zu verdanken. Mal sehen, was das Buch dazu sagt.
Süßes Geheimgewürz ist gut für gesunden Magen und hilft bei der Verdauung. Es ist hervorragend gegen Bauchschmerzen und Appetitlosigkeit. Wenn ich es ihm doch sofort geben könnte. Das ist jetzt wohl an der Zeit, dir zu beweisen, was ich drauf habe. Ran ans Schneidebrett. Jo, dann machen wir uns mal was Leckeres draus. Bestimmt ja so ein Sandwich. Ja, und so und so und so. Sorry, dass du warten musstest. Hier ein kräftig gewürztes Sandwich nach Pepper Art. Und als Dank dafür, dass du dein Herrscher-Pokémon besiegt hast, kriegst du einen Orden von mir. Das Design habe ich mir vom Arena-Orden abgeschaut. Aha. Oh, sieht aber cool aus, das Emblem. Herrscher der kleinen Steinklippe bezwungen. Beim Pfad der Legenden. Ja, haben wir da auch schon mal den ersten von, ich glaube, 5? Ja, 5 müssten es sein. Hallo Koraidon, was willst du, mein Sandwich essen? Was ist mit dem Ding los? Es kommt immer aus einem Pokéball. Schnuffel. Hey, es gibt keins für dich. Nö. Heute ist Koraidon das Sandwich. Ja, komm hier. Bei uns gibt es gleich lecker Lasagne, deswegen kannst du ruhig das Sandwich kriegen. Kein Thema, aber von der Lasagne gebe ich dir nichts. Ah, das hätte ich doch auch für dich gemacht. Aber Lasagne hätte ich dir auch nicht gegeben. Das ist nicht gut für deinen Magen. Von mir kriegst du aber nichts mehr ab. Na, schon okay. Ach Mensch, jetzt sieht's so aus, als wäre ich ein richtiger Buhmann. Dann bekommst du die Hälfte von meinen, lass es dir schmecken. Ja, er will noch mehr. Huch, hast du schon aufgefressen? Oh. Ja, sieht ein bisschen gestärkt aus. Hat die Reittechnik Sprint erlernt? Täusche ich mich da gerade? Oder bist du stärker geworden? Wow, echt? Die Kraft des Gewürzes ist wirklich der Hammer. Okay, jetzt können wir schon mal schneller reiten. Das ist schon mal gut. Wenn ich auch solche Effekte habe, dann... Da werde ich vom Nutzen bei der Schatzsuche sein. Ja, ganz bestimmt. So, dieses Geheimsendchen bin ich erstmal richtig satt. Jetzt noch alles aufräumen und dann ciao Kakao. Nee, brauchst mir nicht helfen. Bin sicher platt vom Herrscher-Pokémon-Kampf. Ruh dich selber aus. Überlass den Rest schon mir. Und die restlichen Geheimgewürze, die suchen wir zusammen. Ja, ich weiß ja eh schon ungefähr, wo die sind. Die sind alle schon markiert auf der Karte. Auf jeden Fall sinnvoll. Ich bin dir echt dankbar. Okay, sie sind weg. Du kannst jetzt rauskommen. Okay, hat er ein Legi? Vielleicht Miraidon? Who knows? Also ich weiß noch nicht. Ich kann es mir zwar nicht vorstellen, aber keine Ahnung. Dann lass uns überraschen. Ring, ring. Hallo Chris, hier spricht Antiqua. Koraidon scheint seinen Teil der ursprünglichen Kraft wiedererlangt zu haben. Offenbar kannst du es noch stärker beschleunigen, während du auf ihm reitest. Drücken auf den linken Stick kann Koraidon nun sprinten. Wenn es während des Sprints gegen einen Baum stößt, ist es möglich, dass ein Pokémon herabfällt und dich im Kampf verwickelt. Ich hoffe, du kannst die Paläre-Grundzone mit Koraidon weiter erkunden. Vergiss auf dem gemeinsamen Abenteuer nicht, dass du dabei festgelegte Routen folgen musst. Der Weg liegt allein in deiner Hand. Behalte einfach die Karte im Blick und wähle ein Ziel, das dir beliebt. Lass dich dabei ruhig ein wenig Zeit und von deiner Neugier leiten. Ihr zwei werdet auf der Reise mit Sicherheit viel Erfahrung sammeln und daran wachsen. Ich vertraue darauf, dass ihr weiterhin gut mit Koraidon kümmerst. Ja gut. Eine eigene Route wählen können wir ja nicht. Weil in gewisser Weise ist es ja vorgegeben. Da hinten ist ein Vulkano. Ja, rennen wir es in rein. Rennen wir in es rein. Oh, mit Bedroher. Aber Vulkano ist ein cooles Pokémon. Ich will das jetzt auch kurz fangen. Aber das wird erstmal nicht ins Team kommen. Ich will eher lieber, ja, ich sag mal, neue Pokémon nehmen. Offscreen fange ich das ein oder andere Pokémon noch.
dass wir einfach den Pokédex zusammen haben. Okay, ich habe es mit einem Volltreffer getötet. Das war nicht der Plan. Okay, ich werde es offscreen fangen. Wäre auch unwahrscheinlich, wenn heute alles klappt. Was ist das? Ach, das ist, glaube ich, die Weiterentwicklung von Parmesan oder so. Oh, ein Hyperball gefunden. Nicht schlecht. Not bad. Okay, Fukano scheint es hier öfter zu geben. Ein Trank. Gleich kommen wir aus dem Loch nicht mehr raus. Aber, oh, noch ein Hyperball. Okay, man muss hier gegen den Baum rennen. Dann können Pokémon runterfallen. Ja, oder auch nicht. War scheinbar keiner drin. Na gut, wir gehen. So, nächste Ziel festlegen. Bonadin waren wir schon. Oh, hier ist ein Carbon oder Knabon oder wie er heißt. Südlicher Aussichtsturm, den kennen wir. Ja, werden wir uns Richtung Team Star auf den Weg machen. Jetzt werden wir es mit dem Team auch aufnehmen. Okay, ich werde aber eben noch die Items hier einsammeln. Vielleicht ist ja noch irgendwas Besonderes dabei. Der Hyperheiler ist auch nicht verkehrt. Ach, spring doch! Ach Junge! Boah, wenn es rennt, ist es auch ganz schön schwer zu kontrollieren. Makuhita. Erinnere mich immer an Makita, Akkuschrauber. Biss. Jo, not bad. Für Höhner brauche ich nicht. Setze ich eh nie ein. Biss erlernt. Sehr schön. Steinknochen, aber den brauchen wir nicht. Also wüsste ich nicht, dass wir den brauchen. Da ist ein Dummiesel. Mal schauen, wo müssen wir lang? Okay, wir müssen im Prinzip erstmal hier wieder runter. Aber hier nicht in dem Loch. Ah, ist doch schon ganz schön verzwickt hier. Da ist ein Magunior. So, hier komme ich an den weiter. Oder habe ich was falsch gemacht? So, hier ist noch ein Beleber, auch schön. So, hier auf die Karte gucken. Ja, wir müssen uns jetzt ein bisschen genau in die Richtung halten. Da ist eine riesige Felswand, da kommen wir nicht dran vorbei. Das heißt, wir müssen hier links rauslaufen. An dem Klippe quasi wieder vorbei. Standpauke mitnehmen. Und hier ist schon das Lager von Team Star, oder? Können wir da einfach reinspringen? Sterben können wir ja eh nicht. Test, Test. Funktioniert das Ding überhaupt? Hey, es ist strengstens verboten, sich einfach so in unser Versteck zu schleichen. Wenn du unbedingt dein Glück versuchen willst, dann klingel doch lieber und fordere uns offiziell zum Kampf heraus, wie es sich gehört. Okay, auch mal gut zu wissen, dass man da direkt rausgeschmissen wird scheinbar. Oder man muss direkt kämpfen, ich weiß es nicht. Nee, man kommt an der Stelle zurück, wo man war. Ah, super, ich dachte jetzt hier... Jetzt muss ich auch noch irgendwie gucken, dass ich hier wieder... Ich kann auch fliegen, ne? Weil keiner... Ah, nee. Da kann ich nicht hinfliegen, da fliege ich hier hin. Ja, dann werden wir im nächsten Part gegen Team Star kämpfen. Ich werde die Pokémon zum Beispiel aufheilen. Und dann geht es im nächsten Part weiter gegen Team Star. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr die Prüfung gegen Klippe auch so einfach fandet und
Ob ich meine Vermutung richtig liege mit der Story, könnt ihr gerne mal in die Kommentare reinschreiben. Ansonsten bleibt gesund und hoffe ich, dass ihr beim nächsten Mal wieder am Start seid. Falls es euch gefallen hat, Daumen hoch da lassen, kostenloses Abo nicht vergessen und bis zum nächsten Mal. Ciao.